So, dann machen wir die Treppe ein bisschen langsamer, also ein bisschen weniger steil. So. Die mittleren können ja nochmal eben weg. So. Das ist jetzt vielleicht zu wenig. Ja, das ist deutlich zu wenig. Auch das war wieder nicht schlau. Passend zum Let's Play Minecraft mit Herr Sommer. Na gut, okay. So und so. Okay. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Vorsicht also, wenn ihr hier runter geht mal irgendwann oder runtergehen müsst. Geführt werdet. Oder so. Weil ihr irgendwas Schlimmes gemacht habt. So, hier sollte man aufpassen, dass man da jetzt nicht so runter fällt. Und hier werde ich mal eben eine Wand hochziehen. Da ist alles richtig, hier ist alles richtig, da ist alles richtig, da ist alles richtig. Und jetzt fehlt mir im Prinzip nur, das sollten wir auch mal eben abschließend hier richtig richten. So. Ich mach gleich, ich mach mal jetzt eben zuallererst, mache ich mal hier eine Fackel hin. Sonst seht ihr ja gar nichts. Was vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber. So. Okay. So, hier, wie gesagt, muss man aufpassen, dass man da nicht runter. Runter springt irgendwie. Vielleicht geht das. Nee, das geht nicht. So, jetzt probiere ich mal Folgendes aus. Jetzt probiere ich mal Folgendes aus. Wir machen da natürlich einen Hebel hin. Einen Hebel an die Wand. Einen Wandhebel. Okay, der bewegt sich nicht. Ich hatte gehofft, dass der auch zugeht. Aber tut er nicht. Hm. Tut sich nix. Schade eigentlich. Und wenn ich da noch so eine Redstone, so eine Doppeltür finde ich ja auch mal, finde ich ja mal irgendwie cool. Okay, jetzt ist sie auf. Und die geht zur falschen Seite. Mist. Ach man, auf Half-Slabs geht ja nicht. Zack. Wieso kann ich... Ach, da ist die Fackel im Weg. So. Passiert nichts. Die geht auf. Ach man, das ist doch auch doof. So war das nicht gedacht. Schade eigentlich. Naja gut, dann kommt hier eben die Tür hin. Die lassen wir dann. So, damit man da nicht runterpurzelt. Ist doch alles okay. Kann man so machen. Ich hätte das aber wirklich gern gehabt, dass die auch zugeht. Aber das kriege ich wohl... Kriege ich wohl nicht hin. Hm? Kriege ich das irgendwie hin? Ich hätte das gern gehabt, dass die auch... Oh. So vielleicht. So, wenn ich hier jetzt einsetze. Was passiert jetzt? Die was passiert dann, Maschine? Okay. Zack und zack. Und wenn ich dann jetzt hier... Da ist, glaube ich, der Dingens dran. Wieder zur falschen Seite. Das ist doch doof. Das ist doch gemein. Die soll genauso auf und zugehen wie die da. Wie mache ich denn das? Nein. Nein, 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 nein. So vielleicht? Auch wieder zur falschen Seite. Mann! Ärgerlich. Okay, ich gebe es auf. Wenn mir da noch was einfällt, dann sage ich Bescheid. Aber ich vermute mal erstmal nicht. So, hier geht's nicht lang. Hier kann man dann schön runter. Hier liegen gebliebene Stufen aufsammeln. So,
Hier mache ich mal ein Mäuerchen hin und dicht. So. Und hier wollte ich, glaube ich, das Mauerwerk ändern. Fackeln, 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 sonst seht ihr wieder nichts. So. So, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Jetzt muss ich mal schauen. Also, Fackel. Erstmal hier ein bisschen den ganzen Dirt weghämmern. Fackeln. Und dann überlege ich mir gleich, wo ich da irgendwelche Zellen hinmache. Okay, ah, okay, da, zack, weg, 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 weg. Und da auch noch eben den ganzen Schmand da. Wieso muss das da mit Rasen zuwachsen? Ist doch doof. Ich hätte ja gern so ein feuchtes Kellerloch jetzt gelassen. Das wäre doch was gewesen, oder? Ja, wäre es wohl. Aber hier mache ich, glaube ich, dicht. Wieso kann ich da nicht? Achso, den muss ich nehmen. Hm. Ich glaube, hier kommt nichts hin. Das baue ich einfach mal jetzt hier blöde zu. Und auch mit Haar. Ach, das nehme ich jetzt nur die Haarf-Dinger. So, hier kommt man rein. Und dann hätte ich gerne, da ist noch über der Erde, ne? Mist. Na gut. Okay. Dann muss ich das etwas anders machen. Dann muss das hier doch noch ein bisschen tiefer werden. Ein bisschen wenigstens. Ja, über die Zellen habe ich mir jetzt selber noch gar keine Gedanken gemacht. Das muss ich gleich nochmal irgendwann tun. Und wenn ich das hier jetzt tiefer mache, habe ich natürlich wieder das Problem, dass die Treppe nicht ausreicht. Mist. So, na gut, erstmal hier schauen, wie es denn ausschaut. Ich hätte gerne nämlich Bricks genommen. Aber es geht auch mit den Stone Bricks geht es ja auch. Aber die anderen Bricks hätte ich schon auch schön gefunden. Und ob das hier so... Ich habe mich natürlich von der Größe her jetzt sehr festgelegt, dadurch, dass das Untergeschoss, also der Keller hier, der Kerker, dass der unten rausguckt, oben rausguckt. Hm, seht ihr, das meinte ich damit. Das haut ja schon wieder nicht hinten hin und auch nicht vorne und... Das ist ja blöd. Ich kann nicht. Ich will doch hier mehr als zwei Zellen haben. Na, vielleicht geht es dann hier doch noch eine Etage tiefer oder so. Ich weiß es nicht. Und das machen wir mal ganz einfach so, indem ich hier. Das fällt doch gar nicht auf. Schwupp. Zack. Seht ihr, gar nicht aufgefallen. Ist doch gar nicht aufgefallen. Und hier könnte ich eigentlich rein theoretisch auch noch so einen Birkenstamm setzen. Finde ich dann irgendwie besser. So als durchgängige weiße Linie. So. So, und jetzt ist die Tür wahrscheinlich kaputt gegangen, die eine. Dann setzen wir die halt nochmal. Nein, da nicht hin. Von außen, so. Und was ist, wenn ich die... Ach, das geht alles nicht. Was denn, wenn ich die da dran setze? Ach, dann brauche ich einen Boden, ne? Was denn, wenn ich die da dran setze? Ach so. Und wenn ich sie so da dran setze, dann ist sie, dann geht sie nicht. Und wenn ich sie so da dran setze, macht sie natürlich auch nichts. Ach so, geht sie dann. Ja, das ist jetzt Spielerei, ne? Ach, naja, hätte ja klappen können. Nein, ah. Hätte ja klappen können, tut es aber nicht. Na, und das hier ist doof. Das muss ich mal da weg tun, so. Zack. Und jetzt wollte ich, und diesmal setze ich sie auch von der richtigen Seite so rum. Zack. Zack, okay, klappt. Und runter hier. So, aber zellentechnisch ist mir das ein bisschen zu wenig hier. Da passen ja nicht mal zwei hin. Dann muss es ja noch weiter runter gehen. Ja, ich wollte ja das jetzt auch nicht so eng hier machen. Erstmal muss diese Ebene hier noch weg. Für den Fußboden.
Ein bisschen zu klein gebaut, Herr Sommer. Ein bisschen zu klein. Da hätte man auch vorher mal ein bisschen drüber nachdenken können. Dann wäre mir jetzt so einiges erspart geblieben. Nämlich eine zweite Zellenetage. Aber okay. Das ist dann wohl so, wenn man vorher nicht nachdenkt, dann hat man eben mal das Problem, dass man ein bisschen mehr bauen muss. Ein bisschen mehr. So. Hier kommt jetzt aber normaler Boden rein. Keine freien, keine Löcher hier. Wer weiß, was die sich noch einfallen lassen von Mojang, dass denn da irgendwelche Viecher auch auf einmal Sachen auf mal plötzlich spawnen. So explodierende kleine, wenn man drauf tritt, so kleine explodierende Tretminenviecher. Oder so. Ausschließen kann man das sicherlich nicht. Okay. Okay, 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 okay. Vielleicht lasse ich das aber auch mit den Fenstern, mit den Gittern nach außen, weil das passt ja hier dann auch so gar nicht irgendwie rein. Mal gucken. Erstmal mache ich hier jetzt noch. So, dann kann ich das Ding ja vielleicht einfach außen auf den Hügel setzen oder so. Ich habe auch überhaupt keine Mitten gebaut. Oh Mann. Bin ich hier mitten unter der Erde ohne Mitten. Eine gerade Anzahl von Steinen ist für das... 2 breit. 1, 2 breit. Zack. Machen wir die Zellen halt sehr schmal, dann ist das auch so. Ja. Tja, was meint ihr? Was meint ihr? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt gerade. Da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt. So, 3 Zellen und hier gar keine vielleicht. Das ist ein bisschen doof. So, machen wir wenigstens 2 Zellen. Wie könnten die denn dann aufgeteilt sein? Ne, da. So, hä? Das ist natürlich dann eine bombastisch große Zelle. Jetzt nicht mehr. Ist aber eigentlich noch zu groß, ne? 2x3 Meter ist ein bisschen viel, eigentlich. So. Ne, das ist auch nicht so. Das ist jetzt 2x3, okay. Und dann machen wir die genau, ne? Die sieht nur größer aus, die ist gar nicht größer, ne? Ne, die hat nur... Zack, zack. Zack. Und dann mal eben hier irgendwo die Tür hin wieder. Ach, die habe ich weggepackt. Mist. Den Hebel packe ich mal weg. Den brauche ich hoffentlich nicht so schnell. Ach, das geht ja auch wieder nicht. Ach, das ist doch... Ach, wie mich das jetzt ärgert hier. Ach, das ärgert mich. Das ist doch gemein. Ach, das ist doch... Ah, Mann, das ist... Zäune und Türen passen nicht zusammen. Wie soll man denn da vernünftige Zäune, Zellen bauen? Hallo? Wie soll das gehen, bitte? Hallo? Das geht doch gar nicht dann. So. Okay, sind jetzt nicht ganz... Tja, okay, dann muss ich vielleicht doch nochmal eben hier kurz hier raus. Ist natürlich ein bisschen schade, weil das alles so schön gepasst hat, aber... Tja, die Frage ist, was ändere ich jetzt? Ich glaube, ich ändere das, was am einfachsten ist. Ausnahmsweise mal. Ich sorge einfach dafür, dass die dann gar nicht rausgucken können. So. Zack, 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 zack. Wie geht das? Hier muss das hin, ne? So, zack, 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 zack. Soll ja auch ein bisschen da noch natürlich aussehen, ne? Mach ich ein bisschen hier. Oh, warte mal eben. Time set 0. So. So. Und den machen wir auch mal dicht.
Na, seht ihr, das ist doch gar nicht so viel Arbeit, wird das doch gar nicht. Und dann haben wir es ja gleich auch eigentlich schon erledigt. Dann kann ich da unten nämlich bauen, ungefähr bauen, wie ich will. Dann kann ich da nämlich einfach das, die Decke ein tiefer ziehen, die Zellen etwas tiefer legen und dann haut das schon irgendwie, hin. Ne? Ja, okay, die Decke muss natürlich dann auch ein tiefer, aber das macht, glaube ich, nichts, weil die Zellen sind auch so hoch genug. Da muss ich dann ja nicht mal... den Boden tiefer. Die Zellen sind hoch genug. Genau, das wollte ich sagen. So, Skelett, jetzt bist du mir eindeutig im Weg. Es wäre sehr freundlich von dir und zuvorkommend, wenn du da kurz verschwinden könntest. Ich baue sonst auch gerne um dich herum. Hau da ab. Hau da ab. Hau da ab. Weg da. Geh da weg. Hau du ab. Hau ab. Hau ab. Weg. 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 Ich hole mir gleich ein Diamantschwert und dann kannst du sehen, wo du bleibst. So. Na gut. Okay. Geht auch ohne Diamantschwert, wie ich feststellen musste. Ich wollte gar kein Skelett töten. Wollte ich gar nicht, aber das hat mir gar keine Wahl gelassen. Okay, wieder rein in die Bude des Schreckens hier. Zack. Runter in, in das Verlies. Dann bitte Stone Bricks. Die müssen wir eben weg hier. Den machen wir mal da. Irgendwie Licht ist ja auch ein bisschen überbewertet, ne? Muss ja gar nicht sein, eigentlich auch in so einer Standardzelle, wer braucht da schon Luft? Das mache ich jetzt nochmal eben kurz anders. Die Decke wollte ich einen tiefer. Die Decke wollte ich einen tiefer legen. Wie mache ich denn das jetzt? 3 ist vielleicht doch ein bisschen. Naja, okay, warten wir mal eben. Den mache ich mal eben so. So. So, 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 und damit wir dann doch ein bisschen von diesem Flair hier erhalten, Mist. Erhalten bleibt, mache ich die Decke dann aus. Da kann ich doch jetzt, aber den, wenn ich den wegmache, dann genau, dann bin ich am Tageslicht, dann muss die Decke tatsächlich ein tiefer, oder ich müsste draußen einen Hügel aufschütten, was ich aber eigentlich auch gar nicht so unbedingt vorhabe. Nein, kein Hügel. Lege ich den Boden dann auch noch einen tiefer? Das weiß ich nicht. Das Schöne ist ja, wenn man so eine doppelte Decke hat, da muss man ja auch unten nicht das gleiche von unten, von unten nicht das gleiche legen wie oben. Da kann man ja durchaus auch dann was anderes gestalterisches da machen. Sehr schön eigentlich immer. Also Wände, auch da kann man, wenn man die doppelt nimmt, in dem einen Raum halt, was weiß ich, nehmen und in dem anderen Raum alles andere als was weiß ich. So. Zack. Geht das, wenn ich... Da komme ich ja gar nicht durch. Ach, dann legen wir den Boden doch ein bisschen tiefer auch noch. Zack. 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 So. Und das letzte Stück ist dann halt so. Okay. Naja, okay, aber dann kann ich jetzt wenigstens ein bisschen Gas geben hier. Machen wir das Ganze etwas größer, nämlich. Brauche ich die eine Wand nämlich auch nicht zu machen, kurz hier. So, hier hatte ich gedacht an... Ach, ist schon wieder so dunkel geworden hier. Zack, zack, zack. Der muss weg. Nicht der, aber... Wie spät haben wir es eigentlich? So, ein bisschen kann ich noch aufnehmen. So. So, das muss ein bisschen... So, da wollen wir eben gucken. Jetzt arbeite ich hier gleich mal nicht mit Zäunen, sondern mit Steinen. Und dann sage ich einfach mal, jawohl, 3x3 ist für so eine Zelle schon okay. Eine Zelle. Zwei Zellen. Und, so, okay, das
ist doch viel besser. Kann ich den da wegmachen? Achso, nee, ich habe... Hä? Habe ich die Decke jetzt schon einen runtergezogen? Ich dachte, ich habe die Decke schon einen runtergezogen. Hä? Komm, flieg da mal raus. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich dachte, ich hätte die Decke schon einen runtergezogen. Habe ich nicht? Doch, habe ich doch. Oh Mann. Ja gut, irgendwie werde ich das dann doch von außen richten. Dann gehe ich wohl nicht weiter in die Richtung. Sondern nur in die. Also nicht in die Richtung, sondern nur in die. Und da muss ich auch noch gucken, wie weit. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich eigentlich. Ja, okay. Die Reihe auf jeden Fall noch. So, hier hätte ich gerne... den, den, den. Weil noch ein tiefer möchte ich das eigentlich nicht legen. So. So, diese ist ganz bewusst etwas größer gewählt. Das soll so sein. So, und jetzt werde ich einfach mal sagen, der dahin. Ja, wo lag denn da, wo liegt denn da jetzt wohl mein Denkfehler? Wo liegt denn da jetzt wohl mein Denkfehler? Ich weiß das nicht. Irgendwo liegt der, aber ich weiß nicht wo. Hm. Na egal, also gut. Dann eben mit Denkfehler hier weitermachen, dann ist das auch so. Zack, zack, zack. So. Na. Ich hoffe 4x4 reicht, oder muss die noch größer? Ja, soll wohl reichen irgendwie. Oder nicht? Naja, ich glaube, die muss noch größer. Ich glaube, die muss wenigstens noch einen breiter. Eigentlich muss sie... Ja, muss sie einen breiter. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich brauchen die Häftlinge auch gar keine Türen. So dass ich nämlich durchaus... und vielleicht sollten die alle noch einen tiefer. Ja, das ist natürlich hier voll doof. Ach man, das ist aber... Sollte ich... Aber ich will jetzt nicht noch tiefer gehen hier. Dann muss ich halt da von außen doch einen Hügel dran machen. Aber da von außen Hügel ist auch doof. Von außen den Hügel ist auch doof. Muss ich doch einen tiefer noch. Na gut, dann werde ich jetzt hier von innen das mal so abstecken, dass das so einigermaßen klappt. Ah, ist ja... Ich setze auch mal Fackeln für euch hier. Bitte, bitte... So. Okay. Noch ein tiefer das Ganze. Wie mache ich das denn hier? Ach, dann geht die Treppe halt einfach noch einen weiter. Zack. Warum auch nicht? Kann man ja machen, ne? So. Zack. Okay, so wird's dann also geschehen hier. Na gut. Also wird's jetzt nochmal eben wieder dunkel, während ich hier die Fackeln allesamt wieder irgendwie kaputt mache. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Ah ne, da bleibt eine übrig an der Wand. Das ist ja schön. Aber jetzt habe ich aber gleich die Schnauze voll hier von nochmal nachkorrigieren. Jetzt muss es aber klappen hier. Das muss jetzt aber klappen.